Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video des Monats März. Ah, es ging einmal leer. Hier so eine ganz große XXL-Packung mit 200 Handschuhen. Also solche Einmal-Handschuhe zum Putzen und Kochen und für alles Mögliche. Das war jetzt hier vom Lidl. Die habe ich tatsächlich echt schon lange. Ich habe die mir gekauft, wo ich damals als Haushaltshilfe gearbeitet habe, weil ich das Problem hatte, dass ich halt vom vielen Putzen so raue Hände bekommen habe und natürlich auch aus hygienischen Gründen, wenn man da in, ich sage jetzt mal, fremden Haushalten putzt. Und da habe ich mir die damals gekauft und benutze die tatsächlich jetzt immer noch zum Putzen halt, also Kloputzen und sowas. Für das benutze ich die eigentlich hauptsächlich. Dann ging leer einmal von Profissimo so ein Päckchen Topschwämme, ganz normale, nichts groß Besonderes. Dann haben wir hier einmal von Dentec Zahnseide-Sticks, die leer gegangen sind. Die finde ich eigentlich ganz gut. Die sind auch, was hier steht, reißfest und alles. Also die funktionieren eigentlich relativ gut. Mein Mann und ich mögen eigentlich auch am liebsten diese Sticks. Die haben wir hier hinten den Halter dran. Damit kommt mich auch persönlich besser klar als mit der Zahnseide, wo man dann hinten im Mund rumfuchteln muss. Und ja, finde ich besser persönlich. Dann haben wir natürlich Klopapier auch wieder. Nur nicht leer gemacht, aber es ist zumindest mal aufgefüllt. In dem Fall jetzt von Kaufland, von K Classic. Hier eine Frühlings Limited Edition. Dann ging feuchtes Toilettenpapier auch wieder leer. Einmal von Softstar, vom Müller. Hier dieses Sensitive. Und dann habe ich mal welches gekauft gehabt. Ich glaube, das ist von Netto, von Favora mit Shea Butter oder was genau. Das ist auch leer gegangen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, das glaube ich vom Netto. Würde ich eventuell auch wieder kaufen. Und die vom Müller kaufe ich sowieso eigentlich immer gerne nach. Ich finde die tatsächlich nämlich auch ein bisschen besser als die von DM. Von Priva, das ist auch Netto, glaube ich, Eigenmarke. Ja, hier, Geschirrreiniger-Tabs, genau. Hier die All-in-One. Ich glaube, das waren die bisschen günstigeren. Und die waren in Ordnung. Ich habe nur ein paar Mal das Problem gehabt, dass ein Tab sich nicht ganz aufgelöst hat, beziehungsweise die Klappe vom, wo man den Tab reinlegt, dann macht man bei unserer Spülmaschine die Klappe zu. Und dann geht die halt im Lauf des Spüldurchgangs, geht die dann auf, der Tab fällt raus und löst sich auf. Und da hatte ich es jetzt schon ein paar Mal, dass der, oder was ein paar Mal, das war vielleicht dreimal oder so in der Zeit, wo ich das benutzt habe, dass sich die Klappe nicht geöffnet hat und dann hat sich der Tab auch nicht aufgelöst. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendwas mit den Tabs zu tun hat, dass das was mit der Spülmaschine zu tun hat. Muss ich jetzt mal beobachten, ob das noch öfters passiert, weil das ist natürlich dann ärgerlich, wenn der Tabs, wenn die Klappe nicht aufgeht und der Tab sich nicht löst, dann wird das Geschirr teilweise auch nicht komplett sauber. Deshalb, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich nur an den Tabs lag. Muss ich jetzt einfach mal schauen. Dann ging ein Weichspüler leer von Softlan. Hier einmal die lila Traumfrisch-Variante. Fand ich ganz gut. Wird auch wieder im Angebot nachgekauft. Dann habe ich eine Sache aussortiert und zwar von Nivea. Die ganz normale klassische Nivea-Creme. Und zwar ist die, glaube ich, einfach nicht mehr wirklich gut. Da ist noch relativ viel drin. Das ist auch schon echt lange her, dass ich die gekauft habe und habe danach herausgefunden, dass dieses Zeichen, ich habe es vorhin auch in meinem Drogerie-Haul erzählt, hier praktisch heißt, dass man die Tube, nachdem man, oder die Packung, nachdem man es geöffnet hat, 12 Monate im Prinzip haltbar ist und danach sollte man halt schon darauf achten, ob das dann noch gut ist oder nicht. Und jetzt habe ich mir eine kleine Nivea-Tube oder ein hier so ein Tiegel nachgekauft, weil wir das gar nicht so oft brauchen. Und jetzt muss ich das halt entsorgen, weil es halt, ja, man kann es wirklich nicht mehr verwenden. Und ich glaube, es ist schon mehrere Jahre her, dass ich die gekauft habe. Und dann habe ich noch mal was aussortiert. Und zwar hier einmal eine Handcreme von Isana.
Die habe ich jetzt auch schon lange. Ach, seht ihr, da ist das gleiche Zeichen hinten drauf. Die habe ich echt jetzt auch schon lange und die war ich ganz gut. Die habe ich halt irgendwie, die stand auch am Fenster. Deshalb, ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Weil ich hatte ja eine ganze Weile hier praktisch meinen Arbeitsplatz unten im Wohnzimmer an einem Tisch vorm Fenster. Und bevor wir hier oben das ausgebaut haben und der Schreibtisch hier reinkam und so. Und da stand immer die Handcreme da an diesem Schreibtisch, war nicht mal ein richtiger Schreibtisch. Ja, und die habe ich jetzt aussortiert, die ist, glaube ich, nicht mehr gut, war ganz in Ordnung. Das war jetzt hier auch mit Aprikose-Hafermilch. Also es hat damals auch gut geduftet. Genau, dann habe ich hier leer gemacht ein Duschgel von Cien von Lidl. Das war jetzt hier einmal mit Blumenduft. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ich sag mal, war so ein durchschnittliches Duschgel, war nichts Besonderes, war aber auch nicht schlecht. Und ein Deo habe ich auch leer gemacht von Balea. Hier dieses Deo Body Spray Make a Wish. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe mit. Ich glaube, ich habe zuvor auch schon von der Reihe das Shampoo leer gemacht. Und es roch eigentlich ganz gut. Ich fand, es war jetzt nicht wirklich langanhaltend. Also gerade wenn ich bei der Arbeit, wo ich körperlich schaffe, war, habe ich tatsächlich nach der Arbeit nochmal ein Deo benutzen müssen, weil das hat das nicht wirklich ausgehalten. Aber ansonsten, ich würde es mal sagen, für den normalen Alltag kann man das schon benutzen. Dann gingen Feuchttücher natürlich auch leer von Baby Love. Und einmal von Denk mit die feuchten Allzwecktücher hier eine Limited Edition mit Koriander und grünem Tee. Vom Duft her fand ich jetzt nicht wirklich speziell oder sowas. Ich glaube, die LE ist auch schon wieder, gibt es nicht mehr oder ist komplett ausverkauft. Ich habe jetzt heute nämlich mir nochmal welche gekauft von einer anderen LE-Reihe. Und ah ja, seht ihr, tatsächlich war diesen Monat doch das Shampoo da aus dieser Reihe. Das war auch so ein ganz normales, klassisches Shampoo für jedes Haar. Und ja, wie gesagt, ich benutze ja auch Spülung, deshalb geht es auch klar mit dem Shampoo für jedes Haar. Oh, hallo Raphael. Genau, so viel noch zu dem Shampoo zu der Reihe. Und dann wären wir tatsächlich auch schon wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!